Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Heute wieder Outdoor, also dranbleiben. Hallo, ich bin Oliver Ereni und es freut mich, dass du dabei bist. Und heute mal wieder Outdoor unterwegs und du siehst, der Mais ist reif, es ist ein herrlicher Herbsttag, also wirklich ein wundervoller Tag. Ich mag ja den Herbst total, einfach von den Temperaturen her, von den Farben her, von den Gerüchen her, ist einfach wunderbar, ist eigentlich eine meiner Lieblingszeiten. Ich habe neulich wieder mal über das Zitat von Horaz nachgedacht. Alter römischer Schriftsteller. Es ändert sich nur der Himmel für den Reisenden, die Seele bleibt jedoch gleich. Und ich finde das ein ganz, ganz schönes Sprichwort und es verdeutlicht auch sehr viele Prinzipien, sowohl philosophische Prinzipien als auch natürlich die Prinzipien der Energetik. Also man sagt, etwas in dir ist unveränderlich, egal wo du bist. Und wenn man das aber nach außen richtet, dieses Sprichwort, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, dann kann ich eigentlich nur empfehlen, sich mal zu bewegen, rauszugehen, ein anderes Umfeld zu schaffen und zu kreieren, denn dadurch kommen ja dann auch so bildlich wieder die Emotionen in Bewegung. Das heißt, festgesteckte Gefühle, also Gefühle, wo du womöglich in etwas Alten verwachsen bist, wo du dich immer wieder in deinen eigenen vier Wänden um dich selbst herumdrehst, um ein Thema herumdrehst, das alles geht ganz gut in Bewegung, wenn du dich mal rausbewegst aus deiner Zone, aus deiner Komfortzone, einfach mal rausgehst, Spaziergang machst. Also durch die Bewegung kommen deine Gefühle in die Gänge und können sich auch ändern. Also das ist eigentlich einer der besten Tipps. Also wenn es dir nicht gut geht, bewege dich. Kein Spitzensport, sondern einfach nur schau, dass du ein bisschen rauskommst und woanders inspiriert wirst. Ja, und es sollte ja zumindest Österreich, Deutschland, Schweiz, wo das so gehört wird, also im deutschsprachigen Sprachraum nicht so schwierig sein, auch mal ein schönes Fleckchen zu finden. Da sind wir ja zum Glück geografisch sehr gesegnet. Es ist ja auch so, wenn sich die Emotionen ändern, dann heißt das einfach, dass das nicht seelisch ist. Denn etwas Ewiges, wenn man sagt, die Seele ist was Ewiges, ist unveränderlich, um Horaz nochmal zu zitieren. Die Seele bleibt immer gleich, heißt, das ist das Unveränderliche, wenn sich alles andere rundherum verändert. Das heißt, Emotionen sind veränderlich, also sind sie nicht ewig, also können wir uns darauf verlassen, dass es eben wieder eine Bewegung gibt, eine positive Bewegung gibt, auch aus schlechten Gefühlen raus. Also das ändert sich immer. Und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil viele auch meiner Klienten das oft mal verwechseln, dass man heißt, na, das Gefühl ist ja so stark, es muss ein Gefühl sein, das ist eine, also was ist Gefühl, was ist Intuition, das ist ja so das große Thema auch immer bei meinen Ausbildungen, dass man das zu unterscheiden lernt, was ist ein intuitiver Impuls und was ist ein emotionaler Impuls. Und ein emotionaler Impuls ändert sich einfach auch durch das Bewegen, durch das Draußensein und da kommt man dann raus. Die Seele ändert sich nicht, die ist ja statisch, die ist ja ewig. Und das Ewige muss eigentlich, nach meiner Definition her, unveränderbar sein. Denn sonst wäre es nicht ewig. Es ist ja nicht der Zeit oder gewissen Stimmungen unterworfen. Das heißt, das Seelische, dein Zentrum, ist das Ewige. Das, was Buddha als das Zeugesein beschrieben hat. Also da gibt es etwas, das immer wahrnimmt, das aber selber das beobachtet, die Gefühle, das beobachtet die Gedanken, aber es ist eigentlich etwas jenseits von diesen Gefühlen und Gedanken. Also jenseits vom Wetter, das sich für den Reisenden ändern mag. Ja, spür einfach mal rein, Gefühle, Gedanken, das Ewige, das Zeugesein und auch dann die Intuition, mit der man dann auch bei der Energetik arbeitet. Das sind so ganz spannende Ebenen und ich denke, da kann jeder mal ein bisschen so Forschungen betreiben. Das, was sich ändert, ist auf jeden Fall nicht das Ewige. Das sind deine Gefühle. Und wenn natürlich ein Gefühl dann immer chronisch wird, chronische Angst, chronische
chronische Beklemmungen, chronischer Ärger, dann würde ich natürlich mal nachschauen, denn dann hat es wahrscheinlich irgendwo was. Dann würde ich mal ein bisschen besser beobachten und sagen, Moment, wieso fühle ich von diesen unendlichen Gefühlsmöglichkeiten nur genau diese Trauer, diese Wut, diesen Stress. Da kannst du was machen und das lässt sich auch wieder ändern. Alles, was nicht ewig ist, lässt sich verändern. Und ja, ich werde heute noch diesen herrlichen Tag genießen. Ich freue mich auf dich, wenn wir uns wiedersehen. Der Kanal hat so gut wie 1000 Abonnenten, also vielen, vielen Dank dafür. Lass mir einen Daumen hoch da. Teile das Video. Abonniere den Kanal, falls du noch kein Abonnent bist. Und ich freue mich schon drauf, wenn ich 1000 Abonnenten erreicht habe, ein paar tolle Aktionen starten zu können. Gut, ich wünsche dir jetzt eine schöne Zeit und bis nächstes Mal. Dein Oliver Ereny aus dem wundervollen Linz, heute mal Linz-Umgebung. Okay, ciao.